Liebe Wassermänner, schauen wir in euren neuen Monat. Welches Thema darf ich weitergeben? Was darf ich dem Kollektiv der Wassermänner sagen? Da zeigt sich ein Konflikt. Es kann etwas sein, was aus der Umgebung um euch herum wirkt oder Familiensachen oder die Häuslichkeit betreffend. Etwas, wo ihr euch auch durchsetzen dürft, für euch einstehen. Hier sind die Sterne, hier kriegt etwas Klarheit, was vorher unklar war. Die Sterne waren auf dem Kopf. Hier sind sie in der bewussten Ebene so, dass ihr vielleicht auch sowas macht wie, ihr fahrt mal mit dem Besen durch und macht so für euch sauber. Ich meine da nicht das Haus damit, sondern überhaupt die Energie. Ihr verschafft euch Klarheit. Ja, es geht um euch selbst, um den empfangenden Teil. Sachen, wo man sich auch manchmal selbst im Weg steht, weil das Umfeld ja vieles fordert. Ihr habt hier noch den Klee dabei. Irgendwas, was in der Vergangenheit schon stattgefunden hat, lässt sich hier nochmal verbessern, auf einen guten Weg bringen. Das Schicksal mischt sich ein. Eine schicksalshafte Wende, Umstände von außen. Wechsel in eine Richtung, die Erleichterung auf jeden Fall mitbringt. Hier ist auch so ein bisschen schicksalshaftes Glück zu sehen. Oder aber auch für etwas, für das ihr bereits eingestanden habt, kommt jetzt eben der Ausgleich. Ja, die Blumen. Ein schicksalshaftes Geschenk. Etwas geht gut aus. Das kann hier sogar eine schicksalshafte Wende sein. Bei etwas, was in die ganze Umgebung hinaus strahlt. Und ihr dürft hier sogar noch mit Überraschungen rechnen. Also die Wassermänner sind hier besonders begünstigt. Ein neues Kapitel beginnt. Belohnungen, Erntezeit, Erfahrungen, die ihr neu macht. Wissen, das euch eröffnet wird. Möglicherweise habt ihr hier auch eine Minimierung von irgendetwas. Ein Lernen hat sich gelohnt. Ein Zweifel wurde nicht bestätigt. Etwas, an was ihr nicht geglaubt habt, geht gut aus. Was ich aber auch habe, ist hier tatsächlich das Thema Wahrheit, Ehrlichkeit, Unehrlichkeit, Geheimnisse, die gelüftet werden. Hier kann schon auch mal sein, dass man Dinge hört, mit denen man so nicht gerechnet hat. Ihr habt die Berufskarte noch unten dran. Es kann ja auch um eine berufliche Situation gehen, um die Dinge, die ihr euch erarbeitet. Etwas, was euch mehr Halt und Stabilität nicht bringt. Das Stressmanagement ist gefragt. Vielleicht gibt es viel zu tun. Hier unten haben wir nochmal die Lernerfahrung. Hier ist ja etwas, was plötzlich erlernt wird, ein Wissen, was zur Verfügung steht. Es kann hier sein, dass das Außen sehr viel von euch verlangt oder dass ihr sehr beschäftigt seid und dass ihr wirklich drauf gucken dürft, dass ihr etwas minimiert, dass ihr etwas mehr in den Ausgleich kommt. Aber ihr kriegt hier irgendwie auch eine überraschende Belohnung. Ne? Vielleicht auch ein Hinweis, gehe wertvoll mit deiner Zeit um.
nutze deine Zeit bewusst. Aber mir sieht es auch aus nach Erleichterung irgendwo, denn hier mit der Sense kriegt ihr hier einen Weg verkürzt, auch mit dem Klee mit dabei, können sich auf verschiedenen Bereichen, wenn nicht gar zwei, Wege erleichtern, Dinge minimieren, Zweifel ausgeräumt werden. Ist auch so ein Monat, wo es tatsächlich um Lebenslektionen geht, die ihr vielleicht lernt, nicht als Problem zu betrachten, sondern als etwas, woran man wachsen kann und daraus kann man lernen. Und das, was man gelernt hat, auch zu guten Dingen umsetzen. Es geht darum, dass ihr strahlt und Dinge abgibt, wo ihr müde davon seid. Das passt absolut auch zum Stressmanagement. Und hier ist irgendwo noch ein verstecktes altes Muster, das ihr hier befreien könnt. Eine Lektion, die ihr lernt oder gelernt habt und euch so auf den Weg wieder frei macht für etwas, was leichter werden darf. Was sagen die Vögelchen? Der Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Und die Seele, was möchte die Seele den Wassermännern sagen? Es gibt eine Kursänderung, die kann ja auch sein, indem etwas minimiert wird oder für euch umgestellt wird in einem kleineren Bereich. Und unten habt ihr noch das Thema Verbindungen. Es geht um Menschen, die in der gleichen Schwingung sind, die hier auch auftauchen können in diesem Monat. Finanzielle Erleichterung ist auf dem Weg und unten haben wir noch, erfreue dich an Kleinigkeiten. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.